Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. 25 Euro. Anhand von 25 Euro, Herr Kollege Lander, wollen Sie uns hier weismachen, dass die Polizei der CDU und der SPD-Landtagsfraktion nicht genug wert ist und dass wir sie nicht wertschätzen. Ich kann nur sagen, das hat nicht gestimmt, das stimmt nicht, das wird auch für die Zukunft nicht stimmen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich denke, auch die Argumente sprechen für sich in vielfacher Art und Weise. Der Kollege Theobald hat eben einiges vorgetragen, was wir alles machen, dass es eben nicht nur eine Erhöhung ist der Besoldung, sondern dass viele Maßnahmen in diesem dicken Paket sind, was bei uns auf dem Tisch liegt und was wir eben beschlossen haben. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass wir jetzt natürlich auch schon eine Polizeizulage zahlen. Die ist uns im Jahr immerhin genau 3,9 Millionen Euro wert. Und ich denke, das ist schon eine erhebliche Summe. Das zeigt eben, dass uns die Polizei hier auch unsere Wertschätzung, unseren Respekt genießt. Aber dritter Art und Weise, was ich ja auch ausführen möchte, müssen wir auch nochmal sagen, dass alles, was in den letzten Jahren für die Polizei gemacht worden ist, an Ausstattung etc., dass wir ja auch ihre Bedingungen verbessert haben und weit dabei sind, das rundet dieses Bild ab. Da gebe ich Ihnen recht, das kann ich dafür entschädigen, dass man im Bundesvergleich nicht immer bei den Top-Verdienern ist, aber auf der anderen Seite gibt das ein Gesamtbild ab, was schon zeigt, was wir einiges für die Polizei getan haben in den letzten Jahren. Ich finde es den Zeitpunkt, wo Sie diese Forderung hier bringen, auch einfach grundlegend falsch, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Zum einen war das ein Thema, was man hätte können in den Haushaltsberatungen schon aufführen. Dann hätte man klar sagen können, was man hier machen will und was man auch, worauf man gegebenenfalls auch verzichten will oder wo man mehr Einnahmen generieren kann. Das reicht dann auch nicht, wenn hier Ihr Kollege Lafontaine damit argumentiert, wir müssen auf Bundesmittel verzichten oder der Bund müsste auf Steuersenkung verzichten. Ich glaube, das ist der komplett falsche Ansatz bei dieser Argumentation. Man muss hier eher sehen, wo kommt das Geld wirklich dann herkommen und wo sollen wir es jetzt dann nochmal generieren. Ich möchte hier auch ganz gerne auf die andere Argumentation zurückkommen. Die Erhöhung der Polizeizulage, die Sie hier ins Spiel bringen, die würde uns im Jahr rund 800.000 Euro kosten. Jetzt erinnern wir uns daran, wie der Finanzminister geantwortet hat. Dann haben wir die Alternative, wir hätten können die Besoldung der Beamten noch einen Monat nach hinten schieben. Ist das die Alternative, um hier eine Polizeizulage jetzt kurzfristig zu schaffen? Ich sage da ganz klar nein und das kann nicht der Weg sein, wie wir hier die Polizei unterstützen wollen an dieser Stelle. Verstehen Sie mich nicht falsch. Also ich denke, wir müssen hier auf jeden Fall mehr wieder machen in den nächsten Jahren und auch nochmal auf dieses Niveau zurück, was die anderen Bundesländer haben und auch was von der GdP gefordert ist. Das ist schon das Richtige, zum richtigen Zeitpunkt aber. Und dann müssen wir es auch im Einklang machen mit den anderen Zulagen, die halt auch noch nicht in dieser Höhe sind, wie sie von den Gewerkschaften gefordert sind. Wir müssen dann hier über die Gitterzulage sprechen in der Justiz. Wir müssen über den Verfassungsschutz aussprechen. Den lassen Sie immer gerne vor, aber den sehe ich dann genauso als Thema an wie bei der Polizei, auch wenn Sie das sicher nicht gerne hören werden. Und wir müssen über andere Themen sprechen. Was wir schon gemacht haben an dieser Stelle, ist die Erschwerniszulagenverordnung geändert. Das sollten Sie eigentlich wissen. Und auch das zeigt unsere Wertschätzung für die Polizei. Wir haben hier die Erhöhung um 25% für den Nachtdienst schon geleistet bei den Haushaltsberatungen. Und wir haben auch eine Wochenenderschwerniszulage um sogar 50% geschafft. Das sind wichtige Schritte und die zeigen sich direkt bei den Beamten. Und das ist auch unsere Wertschätzung, die wir hier auch nochmal äußern. Wir müssen den gestiegenen Anforderungen der Beamten gerecht werden, das ist ganz klar. Und wir müssen auch hier im ganzen Zulagewesen nochmal reden. Aber hier der Zeitpunkt, dass Sie das hier anbringen, nach dem Beschluss der Besoldungserhöhung, das finde ich völlig falsch. Und ich glaube, da kann ich auch für alle Kollegen hier von der Koalition sprechen. Von daher lehnen wir diesen Antrag ab und wir werden uns dem Thema beschäftigen. Spätestens in den nächsten Haushaltsberatungen wird das ein Dauerthema sein. Da können Sie sich dann wieder einbringen, vielleicht etwas mehr als beim letzten Mal. Und da hoffe ich dann auch auf interessante Ideen und vielleicht auch ganz konkrete Gegenfinanzierungsvorschläge und nicht nur Steuersenkung und Bund, auf die wir verzichten können. Vielen Dank.